Willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicates. Ja, gestern gab es keine Aufnahme. Also, ja, ihr werdet es nicht mitbekommen haben. Aber ich habe tatsächlich am Ding nichts aufgenommen. Was war das eigentlich, am Sonntag? Okay, eigentlich ist es scheißegal. Weil Ding, ihr kriegt es eh nie mit, wie und was, wie ich aufnehme. Und jetzt geht es weiter mit den Groschenromanverbrechen. Ich bin schon mal gespannt, wie lange das dauern wird. Wo waren wir denn zunächst einmal? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube hier, ja. Also gehen wir einfach mal zu dieser Lupe hin. Ich spiele übrigens in letzter Zeit Final Fantasy 14, das möchte ich auch mal so gesagt haben. Ich denke mal nicht, dass ich es über die 30-tägige Testzeit verlängern werde, einfach weil es an der PlayStation 4 viel zu blöd ist von der Steuerung her und am PC nicht flüssig läuft. Ja, da hatte ich es auch schon mal. Und es speicherfrisst. Das sei ja auch dazu gesagt. Oh, nee, das ist nur ein Fundstück, aber das interessiert mich nicht. Ich will hier diese Ding-Mission da machen, die diese Groschenromanverbrechen, genau, bevor wir dann zu Whitechapel gehen. So, dann erkläre mir mal, guter Mann, was du denn so auf Lager hast. Oh je. Das sieht überhaupt nicht gut aus, oder? Es ist ganz bestimmt nicht der Stoff, aus dem ein mitreißender Roman wird. Was ist geschehen? Ah, die charmanten und ergötzlichen Fry-Zwillinge. Kennen wir uns? Mr. Raymond kennt einfach jeden. Und er weiß alles über diese Stadt. Er schreibt darüber in seinen Büchern. Ich bin Henry Raymond, Autor drittklassiger Gruselgeschichten. Groschenromane, wenn Sie so wollen. Und das hier ist Klein Archie. Mr. Raymond nimmt echte Morde und macht etwas schrecklich Aufregendes daraus. Der Täter wird am Ende immer geschnappt. Auch hier spielt sich gerade ein Mordfall ab. Vielleicht möchte einer von Ihnen versuchen, ihn aufzuklären. So, dann bin ich mal gespannt. Groschenromanverbrechen. Okay, oder was ist das hier? Ich meine aber, das habe ich schon mal gemacht. Jetzt wollen Sie uns hier das Tutorial erklären. Ich finde Oder Verbrechen what? So wunderbar unterhaltsam, Sie nicht? Ich meine natürlich das Auflösen von Straftaten. Eine Lösung zu finden ist einfach beglückend. Ach so. Also, das ist so eine Art Vorstufe zu dem, was man Assassin's Creed Origins und Syndicate machen und Ding Odyssey machen konnte. Als ich kam, fand ich die Leiche des Vorarbeiters. Und der. Sie sind ein Rohr. Ja, das interessiert mich jetzt nicht. Okay, Leiche haben wir untersucht. Er hat mich umgeworfen und dann getreten. Da habe ich nach meinem. Ne, so nicht. Er kommt. Ja, das scheint insgesamt eher nichts so für uns zu sein. Empfinde ich zumindest. Ich weiß, man sollte sich das eigentlich anhören. Als ich zurückkomme, liegt er. Ich hab rum. So. Ja, ich würde auch gerne die Ermittlungen fortsetzen.
halten. Achso, da gehen die Belohnungen zurück. Und wir haben auch noch nicht alle Hinweise gefunden. Ich gehe zurück und stelle mehr Fragen. Ja, das ist Dulis Messer. Und er hat es auch nie verliehen. Okay. Ja, das ist insgesamt so eine Art Point-and-Click-Adventure. Das gefällt mir eigentlich relativ gut. Und mir fehlt hier noch das letzte Hilfsmittel. Oder das letzte Indiz. So, da liegt das Messer rum. Das hilft mal. Okay, das ist eine Bierflasche, auch ein Collectible Item. Ich? Nein! Oh nein, nein, nicht so vorschnell. Sie haben diesen Mord nur scheinbar aufgeklärt, den augenscheinlichen Indizien nach. Allerdings. Arti, welchen Rat würdest du geben? Ich würde vorschlagen, hinter die Fassade zu schauen. Und hinter das Offensichtliche. Geben Sie nicht auf. Nutzen Sie Ihre Kräfte, um tiefer zu graben. Mal sehen, was Sie finden. Okay. Hinter die Fassade schauen. Ja, was soll denn hier noch sein? Wilkins war keiner, der die Kinder verprügelt hat. Die Dämpfe in der Brauerei können schon heftig sein. Wenn die Männer arbeiten, tragen sie Tücher vor den Mund. So. Aber an sich können wir keinen mehr befragen. Wie kann der Mörder es getan haben? Ach du Heiliger. Fußabdrücke, Großmörder. Messer, zwei verschiedene Fingerabdrücke. Welcher Verdächtige hatte Gelegenheit zu dem Mord? Ich und Wilkins haben... Okay, wir können ihn noch nach irgendwas befragen. Das Seltsame... Mehr Kohle. Setzen Sie die Ermittlungen mal wieder fort. Ich würde lieben gerne die Ermittlungen fortsetzen. Ich war den ganzen Tag in der Brau. Okay, Morris arbeitet in der Brauerei. Ich weiß nicht, wer hier raucht. Taylor vielleicht? Könnte seine Kippe sein.
Okay, das ist alles nicht so, wie man sich's eventuell vorstellt. Ich habe vor Monaten aufgehört, aber wissen Sie, ich habe jemanden von der Brauerei rauchen sehen. Ich weiß aber nicht, wer das war. So, weiß er jetzt was? Wie gesagt, ich war drin. Hatte keine Gelegenheit, draußen eine zu rauchen. Colton ging aber. Reden Sie mit dem. Er arbeitet gerade in der Verladung. In der Verladung, okay. Also muss ich schon gründlich anhören, was die Leute jeweils zu sagen haben. Ich unterhielt mich mit einem der anderen. Ich rauche nicht. Habe ich noch nie. So, ist hier irgendwo ein Indiz? Ein Hinweis? Erinnert mich so ein bisschen an Detective Pikachu, weil das ist auch... Ich würde nicht sagen ähnlich, aber... So vom Aufbau her. Nachdem ich das gesehen habe, sollte ich mehr Fragen stellen. Ach, na und? Also rauche ich dann und wann? Spielt das eine Rolle? Ich sollte der Vorarbeiter sein. Wilkins hat die Blagen bemuttert wie eine Glucke. Er kam und hat mir verboten, den Bengel zu verprügeln. Ja, ist es. Das war weitaus schwieriger, als es ursprünglich erschien. Gut gemacht. Ab in den Kerker mit dir. Ja, haben wir gut gemacht, letzten Endes. Also man muss sich einfach nur anhören, was die sagen, und dann ist eigentlich schon alles gut soweit. So, ich bin mir sicher, es gibt noch mehr von dieser Scheiße. Ja, genau, da unten geht's weiter. Ich bin mir jetzt nur unschlüssig, ob wir da wirklich weitermachen sollen, weil das ist einfach totaler Blödsinn. Schauen wir uns mal hier diese Sympathisantenaktivitäten an. Ich meine, klar, das ist auch Teil des DLCs letzten Endes. Was macht ihr da? Oh, das tut mir jetzt aber leid. Ich wollte eigentlich die irgendwie verscheuchen. Aber irgendwo muss es da doch näheren Zugang haben. Ja, weil, wie gesagt, also diese Karl-Marx-Mission oder die Missionen mit Dickens und Darwin, die waren ja ganz spaßig soweit. Also da gab es auch zumindest so ein bisschen Story. Aber das ist jetzt einfach nur, wie soll ich sagen, so eine Art Nebenmodus. Klar, es ist im DLC mit drin, aber das kriegt so gut wie jeder, der das Spiel kauft. Jetzt neu, meine ich zumindest. Ich meine, wir können ja nochmal den Fall machen, aber ich schaue mir jetzt lieber erstmal die Sympathisantenaktivitäten an. Oder die Aktivität eher gesagt. Mal zu schauen, was das so ist. So, wir gehen da einfach mal aufs Dach. Entschuldigt Leute, dass mein Kommentar mal wieder so ein bisschen stutzig ausfällt, aber ja, die letzten Tage, es ist nicht sonderlich einfach. Aber wie gesagt, alles ist gut soweit. Alles wird gut.
So. Gut, hier haben wir die Sympathisantenaktivität und die gibt's dann im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal und ciao. Haltet die Ohren steif und denkt daran, Freundschaft ist Magie.